Michel de Montaigne, Essay Nummer 69, Teil 9. Ich habe, sagt Arian, einmal Elefanten gesehen, von denen einer an jedem Oberschenkel eine Zimbel hängen hatte und eine dritte war an seinem Rüssel befestigt. Nach deren Klang tanzten die anderen in der Runde, wobei sie sich dem Takt des Instruments entsprechend aufrichteten und verneigten. Diese Harmonie bereitete großes Vergnügen. Bei den römischen Zirkusspielen sah man häufig Elefanten, die dazu abgerichtet waren, nach den Rufen ihres Dompteurs schwer zu erlernende Figuren in ständig wechselndem Rhythmus zu tanzen. Einige hat man beobachtet, wie sie ihre Lektion immer wieder allein durchgingen und mit hingebungsvollem Eifer einübten, um von ihren Zuchtmeistern nicht getadelt und geschlagen zu werden. Völlig außergewöhnlich aber ist jene Geschichte, für die kein geringerer als Plutarch einsteht. Sie handelt von einer Elster in einem römischen Papierladen, die wahre Wunder in der Nachahmung all dessen vollbrachte, was ihr zu Gehör kam. Eines Tages geschah es nun, dass ein Trupp Trompeter vor dem Laden hielt und lange zu blasen begann. Von dem Augenblick an und noch den ganzen nächsten Tag über saß die Elster nachdenklich, stumm und melancholisch da, worüber sich alle Welt verwunderte, und man meinte, das Trompetengeschmetter müsse sie wohl so verwirrt und betäubt haben, dass ihr mit dem Gehör auch die Stimme verloren gegangen sei. Schließlich stellte sich jedoch heraus, dass es sich in Wirklichkeit um eine tiefe innere Sammlung und Konzentration handelte, weil sie im Geist ihre Stimme schon darauf einübte, den Klang dieser Trompeten zu imitieren. Und so wusste sie deren Stöße, Pausen und Variationen mit den ersten Tönen, die sie wieder hören ließ, tatsächlich aufs Vollkommenste nachzuahmen, während sie durch das Neugelernte alles, was sie bis dahin zu sprechen verstand, fahren ließ. Es war ja nichts mehr wert. Doch ich will ein weiteres Beispiel von einem Hund anführen, den auf einem Schiff beobachtet zu haben, wiederum Plutarch behauptet. Hinsichtlich der Ordnung bin ich mir durchaus bewusst, dass ich sie durcheinander bringe. Ich halte sie bei der Reihenfolge meiner Beispiele nicht besser ein als in meiner ganzen übrigen Arbeit. Dieser Hund bemühte sich, an das am Boden eines Krugs befindliche Öl zu gelangen, zu dem seine Zunge wegen des engen Gefäßhalses aber nicht vordringen konnte. Daraufhin suchte er sich an Bord herumliegende Kiesel zusammen, von denen er so viele in den Krug warf, bis das Öl näher an den Rand stieg und folglich für ihn erreichbar wurde. Was ist das anderes als der Beweis für die Wirkungskraft eines äußerst scharfsinnigen Geistes? Man sagt, die Raben in der Berberei verhielten sich genauso, wenn das Wasser, das sie trinken wollen, zu niedrig sei. Eine solche Verhaltensweise gleicht in gewisser Hinsicht der jener Elefanten, über die Juba, ein König des Landes, in dem sie vorkommen, berichtet hat. Wenn einer in eine der von den Jägern arglistig ausgehobenen und zur Tarnung mit Reisig bedeckten tiefen Gruben gefallen ist, werfen seine Gefährten große Mengen eilends herbeigeschaffter Steine und Holzstücke hinein, damit er sich ihrer zum Heraussteigen bedienen kann. Bei diesem Tier ähneln aber auch so viele andere Leistungen dem menschlichen Vermögen, dass ich, wollte ich im Einzelnen verfolgen, was uns die Erfahrung darüber lehrt, mit meiner ständigen Behauptung mühelos gewonnenes Spiel hätte. Zwischen manchen Menschen sei der Abstand größer als zwischen manchem Menschen und manchem Tier. Der Elefantenwärter in einem
syrischen Privathaus, enthielt dem Tier bei allen Fütterungen die Hälfte dessen vor, was ihm zu geben er beauftragt war. Eines Tages wollte der Herr des Hauses das Tier selber füttern und schüttete ihm das volle Maß an Gerste in die Krippe, das er hierfür vorgeschrieben hatte. Der Elefant zerteilte nun, während er einen anklagenden Blick auf den Wärter warf, mit dem Rüssel das Futter, schob die Hälfte davon beiseite und offenbarte so das ihm angetane Unrecht. Ein anderer wiederum, dessen Wärter ihm Steine ins Futter mischte, um dessen Umfang zu vergrößern, stapfte zum Topf, in dem der Mann sein Fleisch fürs Mittagessen kochte, und füllte den Rand voll mit Asche. Das sind einzelne Vorkommnisse, was aber alle Welt gesehen hat und alle Welt weiß, ist, dass eine der Hauptstärken aller aus dem Morgenland kommenden Heere die Elefanten waren, mit denen man eine unvergleichlich mächtigere Wirkung erzielte, was jeder ohne weiteres bestätigen wird, der die Geschichte der Antike kennt. Als wir mit unserer Artillerie, die in den offenen Feldschlachten heute ungefähr die Stelle dieser Tiere einnimmt. Der Elefantenvorfahren sah man aller Orten für Hannibal, für Pyrrhos, ja für uns mit Türmen bewehrt, aus denen schwer bewaffneten Kohorten den Feind beschossen, mutig in die Schlachten stürmen. Da man diesen Tieren die Spitze einer Schlachtordnung anvertraute, musste man sich wohl voll und ganz auf ihre Treue und ihren Verstand verlassen können, wodurch in Anbetracht der Dicke und Schwere ihrer Körper schon das geringste Einhalten, schon das geringste Erschrecken, das zu einer Kehrtwendung gegen die eigenen Leute geführt hätte, ausreichend gewesen wären, alles zu verderben. Dass sie sich auf ihre Truppen zurückstürzten, hat man denn auch seltener erlebt, als dass bei uns selber die einen auf die anderen zurückstürzten und sie in die Flucht jagten. Auch ließ man diese Elefanten im Kampf keineswegs nur einfache Bewegungen ausführen, sondern sogar eine ganze Reihe schwieriger Manöver. Ähnlich setzten die Spanier bei der kürzlichen Eroberung Westindiens ihre Hunde ein, denen sie Sold zahlten und mit denen sie die Beute teilten. Und wenn es darum ging, einen Sieg weiter zu verfolgen oder Halt zu machen, je nach Lage anzugreifen oder zurückzuweichen und Freund vom Feind zu unterscheiden, zeigten diese Tiere ebenso viel Geschick und Urteilsvermögen wie Kampfeseifer und Zähigkeit. Uns erstaunen und beschäftigen fremde Dinge mehr als die alltäglichen, sonst hätte ich mich nicht mit dieser langen Liste aufgehalten. Denn wenn man sich, meine ich, einmal näher betrachtete, was wir bei den unter uns lebenden Tieren alltäglich zu sehen bekommen, würde man genug Verhaltensweisen entdecken, die genauso erstaunlich sind, wie die aus fernen Ländern und Jahrhunderten eifrig zusammengetragenen. Es ist ein und dieselbe Natur, die auf ihrer Bahn dahinrollt. Wer es verstünde, ihre augenblickliche Position hinlänglich zu bestimmen, könnte daraus alle Zukunft und alle Vergangenheit zuverlässig ableiten. Ich habe ehedem bei uns Menschen erlebt, die über das Meer aus einem fernen Land hergebracht worden waren. Als wir nun feststellten, dass wir ihre Sprache überhaupt nicht verstanden und ihr Aussehen, ihr Verhalten und ihre Kleider völlig anders waren als unsere, gab es da einen unter uns, der sie deswegen nicht für wilde und Barbaren gehalten hätte? Auch nur einen,
für den es nicht Zeichen von tierischer Dumpfheit waren, dass sie stumm blieben und keine Ahnung von der französischen Sprache hatten, keine Ahnung von unseren Handküssen und den Verrenkungen unserer Kratzfüße, von der Art, wie wir uns geben und aufführen. Denn nur diese hat sich die menschliche Natur gefälligst zum Vorbild zu nehmen. Alles, was uns fremd erscheint, verurteilen wir und was wir nicht verstehen. Genau das widerfährt uns daher auch bei unserer Bewertung der Tiere. Viele ihrer Eigenschaften ähneln den unseren und durch Vergleich können wir hieraus einige Mutmaßungen ableiten. Wenn es aber um ihre Besonderheiten geht, was wissen wir darüber? Die Pferde und die Hunde, die Ochsen und die Schafe, das Geflügel und die meisten anderen Lebewesen, die um uns sind, erkennen unsere Stimme und lassen sich durch sie leiten. Das tat sogar die Muräne des Crassus, denn sie kam angeschwommen, sobald er sie rief, und dies tun auch die Aale im Brunnen der Arethusa. Ich selber habe zahlreiche Teiche gesehen, in denen die Fische zur Fütterung auf einen bestimmten Lockruf ihrer Wärter herbeipfeilten. Ihr Herr rief sie bei ihrem Namen, worauf sie angeschwommen kamen. Diese Beispiele ermöglichen uns ein Urteil. Wir können auch sagen, dass die Elefanten eine Art religiöses Gefühl haben, denn man sieht sie nach wiederholten Waschungen und Reinigungen den Rüssel wie Arme hoch erhoben und die Augen fest der aufgehenden Sonne zugewandt, zur entsprechenden Stunde aus eigenem Antrieb lange in Meditation versunken dastehen, ohne dass sie dazu abgerichtet, dazu befohlen worden wären. Wenn wir jedoch bei den anderen Tieren nichts derartiges sehen, dürfen wir hieraus nicht folgern, sie seien ohne religiöses Gefühl. Von dem, was uns verborgen ist, backen wir keinen Zipfel.